Guten Morgen! Ich war auf dem Rohkostcamp und ich war auf dem Rainbow Gathering. Und ich möchte euch heute über meine Erfahrungen der letzten vergangenen ungefähr 2 Wochen berichten und auch so ein wenig das Rohkostcamp und generell die Rohkost-Potlucks so ein wenig gegenüberstellen mit einem Rainbow Gathering. Ganz kurz, wer nicht weiß, von was ich rede: Die Rohkost-Camps und Rohkost-Potlucks, das ist so eine Vereinigung von Menschen, die der Rohkosternährung ja irgendeiner Weise etwas abgewinnen können oder sich dafür interessieren und noch relativ stark in der Gesellschaft verankert sind, aber die sich Gedanken machen über ihre eigene Gesundheit und auch über die Gesellschaft als solches und wie sie quasi in dieser Gesellschaft ihr alternatives Gedankengut umsetzen können. Und das zweite, was ich genannt habe, die Rainbow Gatherings, das sind Menschen, die sogenannte Rainbow Family, die einfach in der Natur leben. Komplett ohne Technik, sondern einfach, was die Natur hergibt und ganz rudimentär ja, ihr Dasein fristen. Da gibt es welche, die sind halt 365 Tage im Jahr so unterwegs, und dann gibt es auch welche, die gehen wie ich zu diesen Rainbow Gatherings und leben einen Monat so. Oder wie in diesem Fall nur eine Woche, weil ja, meine Zeit einfach jetzt nicht ausgereicht hat. Und anders ausgedrückt, ich mir die Zeit so eingeteilt habe, dass es eben diese eine Woche war. Und das möchte ich ein bisschen gegenüberstellen, weil ich relativ sicher bin, dass jeder von euch bei mindestens einem dieser beiden Sachen Erfahrungen macht, die ihn unglaublich weiterbringen. Ich aber möglichst für jeden auch den optimalen Einstieg bereitstellen möchte. Also, gegenüber Rohkost-Potluck, Rohkost-Camp. Ist ungefähr dasselbe. Rohkost-Camp ist einfach über mehrere Tage. Rohkost-Potluck ist meist über 1-2 Tage, je nachdem, wo man dann übernachtet und wie das weitergeht. Da ist es so, dass man von einem gesunden Ich, ausgehend einer Rohkosternährung, von einem gesunden Ich auf eine gesunde Gesellschaft, eine geistig und körperlich gesunde Gesellschaft überträgt und damit ja, quasi die Entwicklung der Gesellschaft, der Menschheit vorantreibt. Bei einem Rainbow ist es so, dass von Anfang an nur Wert auf die Gemeinschaft gelegt wird. Das bedeutet, dass es gibt Aufgaben, die zu erledigen sind, und die werden sofort gemeinschaftlich erledigt. Da wird keine Struktur geschaffen, wer irgendwie verantwortlich ist, in dem Sinne, dass einer bestimmt, sondern da erklären sich einfach freiwillig Menschen bereit. Und das funktioniert. Und das funktioniert seit Jahrzehnten auf diese Art und Weise. Selbst, sage ich mal, undankbare Sachen wie den Shitpit zu graben, das ist das Loch, wo alle reinkacken, das wird einfach gemacht. Und da wird halt einfach eine Shitpit-Party draus gemacht, indem jemand einen Spaten nimmt und da 5 Leute mit Trommeln und mit Gitarre sind und dann alle dabei halt riesig Spaß haben, einfach den Shitpit auszugraben. Die Arbeit wird verbunden mit etwas, ja, einfach wo alle irgendwie ein gutes Gefühl haben. Und da wird also von Anfang an Fokus auf die Gemeinschaft gelegt. Beim Rohkostcamp oder beim Potluck ist es anders. Da wird erst der Fokus auf sich selbst gelegt und gesagt, aus einem gesunden Ich entwickelt man eine Stärke, die man dann auf die Gemeinschaft übertragen kann. Dadurch entsteht Folgendes. Bei Rohkost-Potlucks oder bei Rohkost-Camps ist der Fokus oder ist es so, dass stärkere Impulse auf die Gesellschaft übertragen werden. Auch weil man sich nicht so abgrenzt von der Gesellschaft, sondern weil man sich als Teil der Gesellschaft spürt. Und das finde ich als für mich persönlich, mit meinem Mindset, der die Welt verändern möchte, der die Welt zu einem besseren Ort machen möchte, finde ich das sehr, sehr gut. Bei einem Rainbow hast du eine Subkultur, eine Parallelkultur. Und diese Parallelkultur ist viel näher an dem Idealzustand als bei einem Rohkost-Potluck. Aber sie ist nicht übertragbar auf die Gesellschaft, da jegliche Form von Technologie abgelehnt wird. Und von den meisten von der Rainbow Family, muss man auch dazu sagen. Und Fortschritt generell als, zumindest was Technologie angeht und Industrialisierung, generell als problematisch angesehen wird. Und das sehe ich eben nicht so, beziehungsweise selbst wenn ich es so sehen würde, würde es trotzdem bedeuten, dass das nicht übertragbar ist auf die Gesellschaft, weil die Gesellschaft und der Großteil unseres Gedankenguts ist darauf ausgelegt, höher, weiter, besser.
Und es ist auch durchaus sinnvoll, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr für unser Essen arbeiten müssen, sondern wo wir uns voll darauf konzentrieren können, im Geiste zu arbeiten. Wo wir uns voll darauf konzentrieren können, alles in Harmonie zu bringen. Und ich denke nämlich schon, dass wir auf geistiger Ebene noch unglaubliche Kapazitäten haben. Ich weiß nicht, wohin das führt, aber man hat ja erkannt, dass wir über Millionen von Jahren uns auch physisch verändert haben und auch psychisch. Warum sollen unsere geistigen Fähigkeiten, die wir jetzt haben, nicht auch weiterentwickelt werden? Warum soll eventuell unser Körper sich nicht auch weiterentwickeln? Und ich denke, da unser Körper jetzt nicht mehr so von Bedeutung ist, und das hat die Natur gezeigt, dass sie sich dorthin gehend entwickelt bei den Lebewesen, Evolution, was benötigt wird, dass unser Geist jetzt rasant an Fahrt gewinnt. Und entsprechend, ja, denke ich eben, dass das Rainbow oder generell so die richtige Hippie-Kultur, diese Subkultur, nicht so passend ist für Menschen, die einfach auch in der Gesellschaft ein bisschen verwurzelt sind. Weil sie spüren dann immer so einen Zwiespalt. Und das spüre ich auch. Aber man muss sagen, diese Rainbows, diese Art und Weise zu leben, dieses geistige Mindset dabei, das ist viel näher am Idealzustand als am Rohkost-Potluck. Ich habe das schon gesagt, ich wiederhole das gerne. Es ist quasi der Idealzustand, meiner Meinung nach, wenn man durch ein Rainbow Gathering den Idealzustand lebt oder leben darf und das dann etwas reduziert auf einem Rohkost-Potluck quasi kultivieren kann, zu einem Standard etablieren kann in seinem Habitus und das dann in der Gesellschaft ausleben kann. Und das hat stärkere Effekte dann auf die Gesellschaft. Denn die Gesellschaft ist niemals bereit, auf Fortschritt generell zu verzichten. Das ist einfach nicht möglich. Das ist auch nicht zu erwarten, aus meiner Perspektive. Das, was beiden Sachen zu eigen ist, ein Rohkostcamp und auch ein Rainbow, könnt ihr übrigens jeden Monat immer besuchen. Rainbows finden weltweit immer statt. Das heißt, ihr könnt zu jedem Moment, deswegen gibt es ja auch Rainbows, die 365 Tage unterwegs sind, ihr könnt zu jedem Moment des Jahres irgendwo zu einem Rainbow fahren. Und oft ist es so, dass von Rainbow zu Rainbow, das nennt man Lift, dass man einfach irgendwo mitfahren kann. Und es gibt auch immer Rohkost-Potlucks. Fast jedes Wochenende gibt es irgendwo einen Rohkost-Potluck. Alleine in Leipzig ist jeden Monat ein Rohkost-Potluck, wo sich ja, bis zu 100, im Sommer noch mehr als 100 Menschen treffen, wo ihr euch austauschen könnt. Und da gibt es noch viele private Rohkost-Potlucks. Und dieses Rohkost-Potluck und Rohkost-Camp ist bitte nur als Synonym zu sehen zu einem, ja, zu einer Vereinigung von Menschen, die bewusst reflektieren. Wobei ich auch sagen muss, dass ein rein veganes Potluck oftmals nicht in die Richtung geht. Da sind oft sehr dogmatische Menschen unterwegs und ich habe die Erfahrung gemacht, dass in der Rohkostszene so man etwas offener ist für alle, für alles. Wobei andererseits ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass in einigen Punkten auch die Rohkost sehr stark traditionelle und kulturell verfestigte Verhaltensweisen kultiviert. Deswegen sagte ich ja auch, der Idealzustand ist so ein Rainbow Gathering. Aber der Rohkost-Potluck ist, oder das Rohkost-Camp ist eher so eine gute Möglichkeit für die meisten, so einen Schritt nach vorne zu gehen. Ja. Also, was sind Gemeinsamkeiten? Also, der respektvolle Umgang miteinander, der ist bei beiden gleich und der ist absolut eine Sache, wo man auch in der Gesellschaft, wenn man dann zurückkommt vom Potluck, vom Camp, vom Rainbow, dass man dann auch übertragen kann, einfach respektvoller und liebenswürdiger mit anderen umzugehen. Weiterhin, bei beiden spielt eine große Rolle, dass man Wissen erwirbt. Es werden freiwillig Workshops angeboten. Heutzutage, Wissen ist Geld und es muss fast für jedes Wissen bezahlt werden. Beim Rainbow und auch beim Camp und beim Rohkost-Potluck, durch Gespräche, aber auch eben durch freiwillig kostenlos angebotene Workshops, kann man einfach Wissen erwerben. Und das ist eine Gemeinsamkeit von beiden, die richtig gut ist. Bei beiden hat man so ein Gefühl
Und da entwickelt man so ein Gefühl für die Gemeinschaftsverantwortung. Und zwar aus sich selbst, intrinsisch und nicht verordnet. Ihr müsst jetzt in die Rentenkasse einzahlen oder ihr müsst in die Arbeitslosenversicherung einzahlen oder ihr dürft nicht von der Arbeitslosenversicherung Gebrauch nehmen oder vom ALG II, weil ihr damit die Gemeinschaft belastet und all so ein Zwangsverhalten. Und das tut man und das tut man nicht. Und das habt ihr genau das Gegenteil bei einem Rainbow oder beim Rohkost Camp in dem Sinne, dass ihr ein intrinsisches Gefühl dafür entwickelt, anderen helfen zu wollen. Und dass es nicht verordnet werden muss. Denn viele fühlen sich nur dadurch, dass es verordnet ist, davon abgestoßen. Obwohl sie eigentlich sagen würden, ja, es ist okay. Das kennt ihr bestimmt auch aus dem Arbeitsumfeld. Ich hatte auch eine Chefin, die gesagt hat, hey, du machst das und das. Die Art und Weise, wie sie das gesagt hat, hat mich gestört. Und deshalb habe ich es nicht gemacht. Obwohl das, was sie gesagt hat, eigentlich sinnvoll gewesen ist. Und das ist natürlich blöd. Aber das ist meine Persönlichkeit. Ich habe ein Autoritätsproblem und ich finde das nicht in Ordnung, wenn man mit mir respektlos umgeht. Das ist in der Zeit, oder das war zu der Zeit ein großes, großes Problem für mich. Und das ist ein Ego-Problem. Und das existiert auch latent immer noch heute. Ich reagiere viel zu anti, wenn mir jemand respektlos begegnet. Ich versuche das zu verbessern, indem ich das versuche zu überhören oder versuche, einfach mich darauf zu konzentrieren, was derjenige gesagt hat. Aber es ist tatsächlich noch ein Problem von mir, muss ich einfach sagen. Also, aber wie gesagt, das Grundsätzliche beider war diese Gemeinschaft, dieses Gemeinschaftsverantwortung intrinsisch zu wollen. Und das ist eine schöne Erfahrung, kann ich euch nur sagen. Freude, die Freude über das Leben, das Zelebrieren der Gemeinschaft, aber auch des Individualismus und des gegenseitigen Befruchten und des Wachsens, das ist einfach toll und es gibt eine Freude und die ist bei beiden zugegen und ich fühle mich immer beseelt, wenn ich von dem Rainbow komme und auch beim Rohkost Camp und beim Rohkost Putlack, das sind die einer der schönsten Momente immer in meinem Alltag, wenn diese Events auf mich zukommen. Und wie gesagt, man kann sie täglich, fast täglich haben. Und das Letzte ist natürlich, dass sein soziales Umfeld sich durch beide Events unglaublich erweitert. Unglaublich erweitert, man connectet. Ich habe mittlerweile in jeder großen Stadt Freunde, ohne dass ich jemals in dieser Stadt gewesen bin. Und es ist einfach unfassbar schön. Und dafür müsst ihr nicht YouTuber sein, sondern ihr connectet und sagt, hey, wenn du mal in Düsseldorf bist, dann komm doch vorbei. Oder wenn du in Koblenz bist, wo auch immer. Und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl, dass man einfach, ja, connected, sein soziales Umfeld erweitert. Und auch das ist ein Zeichen vom Rainbow und von dem Rohkost Camp. Und wenn man natürlich, wie ich jetzt, innerhalb von ja, ein, zwei Wochen alles hatte und von beiden schöpfen konnte, dann ist man dann einfach auf allen Ebenen beseelt und man ist glücklich, man ist zufrieden und man denkt, man lebt in einer wunderbaren Welt, ne? Weil es wird dann zur Realität und ja, und muss natürlich dann realisieren, wenn man quasi wieder ganz normal in seinem Alltag ist, dass nicht alle so denken, aber man sieht viel mehr die Liebe in den Menschen. Man sieht viel mehr, dass die Menschen gar nicht so unterschiedlich sind. Und ja, kann das dann aus dieser tiefen Kraft, aus dieser tiefen Überzeugung, dass so viele Menschen voller Liebe sind, voller intrinsischer Gemeinschaftsverantwortung, das dann auch übertragen auf die Realität und sein Leben einen Riesensprung nach vorne machen, einen Riesensprung hin zu einer zufriedenen und weltoffenen Einstellung. Und das ist so befreiend, das ist so befreiend. Weg von dieser Kultur und von dieser Tradition, wo man denkt, das ist in irgendeiner Weise wichtig, indem man weggeht von seinen, ich muss unbedingt Recht behalten oder das ist richtig und das ist falsch, sondern einfach offen bleibt, die Dinge auf sich zukommen lässt und alles umarmt. Akzeptierend umarmt und sagt, okay, was kann ich tun? Das tue ich. Was kann ich nicht tun? Das kann ich nicht tun. Wunderbar. Ja, ich freue mich, wenn ihr auch mal zum Rohkost-Potluck vorbeikommt oder wir uns auf einem Rainbow sehen. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.